Nächste Rednerin ist Julia Herr, die neue stellvertretende Clubchefin der SPÖ und die Umwelt- und Klimasprecherin ihrer Partei. Dankeschön, Herr Präsident. Sehr geehrtes Hohes Haus, ich habe eigentlich eine Rede vorbereitet. Ich muss aber Sie leider zum Teil verwerfen, weil Herr Finanzminister, man muss ja fast auf Ihre Wortmeldung heute hier eingehen. Gerne, sagen Sie. Die Faktenlage ist nämlich klar, die Inflation ist ungebrochen hoch. Wir sind immer noch bei 8% Inflation in Österreich, deutlich höher als in vergleichbaren Ländern, auch höher als im EU-Schnitt. Und 8% Inflation bedeutet auch immer noch, dass die Produkte weiterhin um 8% teurer werden. Also wir haben weiterhin einen Preisanstieg, den wir verzeichnen. Und die Teuerung geht munter weiter. Wir haben jetzt 3 Tage Sitzung, wo in keinen einzigen Preis eingegriffen wird, um auch das nochmal zu sagen. Also wir ändern ja, wir hätten ja jetzt wieder 3 Tage die Chance, wir ändern daran nichts. Und dann stellen Sie sich her als Finanzminister verantwortlich für diese Inflation, schauen dabei zu, wie wir nicht eingreifen in die Preise und sagen, die Inflation sinkt ja eh und feiern die tolle Regierungsarbeit ab. Und da muss man schon entweder sehr, sehr mutig sein oder sehr, sehr gleichgültig, um so eine Nummer heute zu bringen. Und wenn man dann im selben Atemzug, und jetzt kommt's, wenn man dann im selben Atemzug, wo die Preise davon galoppieren, wo der Urlaub für die hart arbeitenden Menschen in Österreich kaum leistbar wird, jede 4. Familie bleibt zu Hause, weil es sich nicht ausgeht, wenn man dann im selben Atemzug sagt, aber die Löhne, die dürfen nicht steigen, dann macht man einfach Politik gegen arbeitende Menschen. Dann machen Sie, Sie machen Politik gegen arbeitende Menschen. Das ist einfach so. Aber wir diskutieren eigentlich gerade eine Aktuelle Stunde der NEOS mit dem Titel Steuern und Abgaben auf Arbeit senken. Grundsätzlich begrüßenswert, soweit schenke ich euch das, liebe NEOS. Denn ja, wir haben tatsächlich sehr hohe Steuern, sowohl auf Lohn oder auch Einkommen, auch höher als im EU-Schnitt, auch höher als im OECD-Schnitt. Und das ist natürlich ein Problem und das benennen wir seit SPÖ schon seit Jahren. Also ja, diese Steuern müssen runter. Aber stimmt das Bild, das die NEOS hier zeichnen und auch die ÖVP, auch der Herr Finanzminister, auch die FPÖ vom Höchststeuerland Österreich? Naja, nur zum Teil. Sie können nicht immer nur die halbe Wahrheit erzählen. Hier werden die ganze Zeit die OECD-Zahlen zitiert, wo Österreich auf 4. Platz liegt bei den Steuern. Absolut korrekt. Aber genau dieselben Zahlen zeigen auch, dass wir, was die Besteuerung von Vermögen betrifft, ganz unten liegen, auf 5. letzten Platz. Da kommt nach uns fast gar nichts mehr. Sie sagen immer nur die halbe Wahrheit. Die arbeitenden Menschen, die besteuern wir sehr, sehr hoch. Die Millionäre und Milliardäre in diesem Land besteuern wir kaum. Das ist die Ungerechtigkeit, die wir angehen müssen und die wir beenden müssen. Mehr als 80% des gesamten Steueraufkommens zahlen die arbeitenden Menschen, die Pensionistinnen, die Konsumentinnen, mehr als 80%. Nur 20% kommen durch Steuern auf Vermögen oder Gewinne. Und diese Schieflage werden wir hoffentlich beenden. Deswegen ja, Steuern auf Arbeit runter, aber auch ja, Steuern auf Vermögen endlich rauf. Das wäre ausgewogen. Weil wer nämlich nur sagt, Steuern auf Arbeit runter, ohne Gegenfinanzierungsmodell, und da geht es um Milliarden, von denen Sie hier sprechen, liebe NEOS, aber auch alle anderen konservativen Parteien dürfen sich angesprochen fühlen, wer kein Gegenfinanzierungsmodell liefert, spricht natürlich entweder von Leistungskürzungen oder von neuen Schulden. So ehrlich muss man dann natürlich auch sein. Und ich weiß schon, wir wollen das alles immer finanzieren mit den Verwaltungsreformen. Aber Entschuldigung, den Schmäh haben wir auch schon zu oft erzählt bekommen. Erinnern wir uns auch an die Patientenmilliarde. Was hat es da nicht geheißen? Sparen im System. 1 Milliarde für die Patientinnen, ÖVP und FPÖ. Na, nix ist worden. Jetzt liegen die Zahlen vor vom Rechnungshof. Kosten tut uns diese Reform etwas. Nichts mit Sparen im System. Keine besseren Versicherungsleistungen. Zahlen tun wir drauf. Und deshalb, die NEOS sind ja wenigstens ehrlich. Ich habe dem Kollegen Scherak in der ZIP zugehört. Der hat ja Vorschläge gemacht, wo wollen wir sparen. Zum Beispiel im Gesundheitssystem wurde da angeführt. Und sparen im Gesundheitssystem, da muss ich schon sagen, schauen wir mal hin. Wir sehen einen Pflegemangel, wir sehen einen Mangel an Kassenärztinnen, wir sehen Patientinnen, die monatelang auf einen Termin warten müssen, wenn sie überhaupt einen finden. Wir haben ganze Regionen, wo man keinen Kinderarzt mehr bekommt auf Kassenstelle. Das ist die Situation im Gesundheitsministerium, im Gesundheitsbereich. Und da reden Sie von Kürzungen. Investieren müssen wir endlich, dass die Leistungen wieder passen. Es gibt ein Anrecht auf einen Termin beim Arzt.
Das ist der Punkt. Und ja, jetzt ist hier die große Aufregung. Jede Reform, wo man effizienter mit dem Steuergeld umgeht, werden wir mittragen. Aber diese Märchen, dass sie Milliarden einsparen durch irgendeine Verwaltungsreform, die glaubt ihnen niemand mehr. Und das ist auch ganz einfach gesagt ein Blödsinn. Dahingehend, erzählen Sie keine Märchen. Ganz klar, runter mit den Steuern auf Arbeit, rauf mit den Steuern auf Millionenvermögen. Dann haben wir eine gerechte Finanzierung und müssen nicht sparen im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich, wo die Investitionen so dringend notwendig sind. Vielen Dank.